herzlich willkommen auf einen Mercedes Concept CLA bei Technik und Motor der FAZ. Mein Name ist Thomas Geiger und neben mir steht Timo Kallenbach aus dem Produktmanagement der Mercedes MMA-Modelle. MMA, eine neue Abkürzung, was heißt die eigentlich? MMA bedeutet Mercedes-Benz Modular Architecture, unser neuer Einstieg in die Marke Mercedes-Benz. Architecture ist ja ein sehr technischer Begriff, also eine Plattform. Ist das eine neue Fahrzeugklasse oder was darf ich mir darunter vorstellen? Oder ist das schlicht der Nachfolger des aktuellen CLAs, so wie wir ihn kennen? Ja. Was wir hier stehen sehen, ist ein Konzeptfahrzeug. Die Plattform wird aber um 4 Fahrzeuge bestehen. Ein 4-türiges Coupé, ein Shooting Brake und 2 SUVs. Ich sehe in dem Auto, wenn ich es mir so angucke, klar, die Silhouette des CLA ist ein bisschen gewachsen. Ich erkenne darin aber durchaus auch Parallelen zum EQXX. Zufall oder habt ihr euch dabei was gedacht? Das ist ganz bewusst auch so. Wir übertragen vieles von der Technik aus dem Vision EQXX in die Serie, in den Einstieg von der Marke Mercedes-Benz. Das heißt, elektrische Plattform, ist das Ende des Verbrenners? Also MMA wurde entwickelt als sogenannte Electric First Plattform mit einem klaren Fokus auf das Thema BEV zum Launch. Die Plattform ist so ausgelegt, dass sie auch einen Verbrenner unterbringen kann, also antriebsflexibel. Das heißt, das ist das Auto, mit dem Mercedes die Brücke ins Elektrozeitalter schlägt. Damit wahrscheinlich eines der wichtigsten, die es im Augenblick im Konzern gibt. Grund genug also, den Wagen mal näher anzugucken. Dafür vielen herzlichen Dank bis dahin. Sehr gerne. Wie jedes Showcar hat natürlich auch das Concept CLA ein paar Spielereien, von denen nicht klar ist, ob sie in Serie kommen. Es gibt einen digitalen Kühlergrill mit beleuchteten Sternen. Es gibt hier eine neue Signatur. Es fehlt dahinter der Scheinwerfer, aber das könnte zum Beispiel das Tagfahrlicht künftiger Mercedes-Modelle geben. Wie bei allen Elektroautos gibt es hier vorne ein Lichtband unter der Haube. Entscheidend ist aber die Silhouette. Die ist einfach cool, die ist sportlich, die ist schnittig. Die sieht gut aus und sie ist ein bisschen gestreckt. Während der aktuelle CLA knapp unter 4,70 Meter bleibt, wird der ein gutes Stück größer, geht deutlich über 4,70 Meter hinaus. Das bedeutet, zusammen mit der Elektroplattform, die ja in der Regel sehr viel raumeffizienter ist, innen spürbar mehr Platz. Das gucken wir uns gleich genauer an. Ansonsten aerodynamischer Feinschliff. Mercedes ist bekannt dafür, dass sie immer CW-Wert-Weltmeister sind. Das galt für den bisherigen CLA in seinem Segment, das galt für den EQXX. Jetzt hat Mercedes hier das Auto noch nicht in den Windkanal gestellt, aber ich bin überzeugt davon, dass wir hier deutlich in der unteren Hälfte der 0,20er sind. 23, 24, 25 wäre so mein Tipp. All das braucht man, wenn man effizient sein will, wenn man sparsam sein will, wenn man möglichst weit fahren will und darum geht es ja bei Elektroautos am allermeisten. Herzlich willkommen im neuen Einstieg der Mercedes-Welt. Und neu ist der tatsächlich und der stellt selbst eine S-Klasse mal wieder in den Schatten. Genauso wie Mercedes damals bei der A-Klasse das erste Mal MBUX eingeführt hat, machen die Schwaben auch hier wieder einen Riesensprung. Das gilt nicht nur für das Design und für die Materialauswahl, die wie bei allen Showcars natürlich ein bisschen überzeichnet ist, sondern das gilt vor allen Dingen fürs Infotainment. Wir haben einen großen Bildschirm. Mercedes nennt das Pillar to Pillar, also von A-Säule zu A-Säule über die gesamte Fahrzeugbreite. Da sind 3 Bildschirme dahinter integriert, nahtlos unter Glas. Und das Besondere ist, wir haben außerdem ein neues Betriebssystem. MBOS läuft auf einem wassergekühlten Prozessor, der hier unten ganz elegant inszeniert ist. Im Serienauto wird man den natürlich nicht zu Gesicht bekommen. Mercedes ist unglaublich stolz darauf, dass sie jetzt die Herren der Softwarearchitektur sind. Das, was uns Apple und Google schon lange vorgemacht haben, entdecken jetzt auch die Autohersteller für sich. Und Mercedes hat die Softwarehoheit in der Hand, beschleunigt damit die Entwicklungszyklen, ermöglicht eine ganz neue Vernetzung, ermöglicht immer schnellere Updates und ermöglicht ein digitales Erlebnis, das weit über Information hinausgeht. Wir reden hier von Digital Cocooning, also digitale Umhüllung. Manche könnten auch sagen Einlullung, aber es ist auf jeden Fall so, dass man ein orchestriertes Digitalerlebnis bekommt, wie es das bei Mercedes so noch nicht gegeben hat. Aber MBOS, sicher ganz, ganz wichtig, nicht das Einzige, was an diesem Auto neu und entscheidend ist. Das andere, wir haben es eben schon gehört, ist diese MMA-Plattform, die viele Neuerungen mit sich bringt. Wir haben eine neue Generation von Elektromotoren, die Mercedes selber entwickelt hat, die deutlich effizienter sind. Wir haben eine neue Akkugeneration, wir haben eine neue Wärmepumpe, die sehr viel effizienter ist und wir haben an jeder Schraube gedreht, damit das Auto weiterkommt. Der EQXX war
Reichweiten-Weltmeister und war Effizienzweltmeister mit unter 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das funktioniert in einem Serienauto nicht, aber Mercedes rechnet mit weniger als 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometern, was den Wagen nicht zum 3, sondern zum 1-Liter-Auto der Generation E machen würde. Und der Wagen fährt mit einer Batterieladung mehr als 750 Kilometer. Weil auch die irgendwann zu Ende sind, muss geladen werden. Da will Mercedes ebenfalls neue Bestwerte setzen. So wie heute schon Porsche oder Hyundai und Kia arbeitet die MMA-Plattform deshalb auch mit einem 800-Volt-Netz, kann mit bis zu 250 Kilowatt laden. Das heißt, im besten Fall fließen in 15 Minuten der Strom für 400 Kilometer. Was jetzt noch fehlt, ist das Fahren. Während wir mit dem EQXX tatsächlich auf die Strecke gehen konnten, ist dieses Auto wirklich nur für die Showbühne gemacht und funktioniert leider noch nicht. Mercedes bittet um ein gutes Jahr Geduld. In etwa 12 Monaten wollen sie das erste Auto auf der MMA-Plattform präsentieren und ich bin ganz sicher, dann sitze ich hier wieder am Steuer. Klar, mit diesen fast Lounge-Liegen, die hier im Showcar eingebaut sind, geht es natürlich ein bisschen enger zu, aber selbst hier merkt man den deutlichen Platzgewinn gegenüber dem normalen CLA. Und während vorne vor allen Dingen die Grafiken fasziniert haben und die Bildschirmlandschaft, bleibt hier hinten die Gelegenheit, auf ein paar Details zu gucken. Wir haben auch hier relativ liebevoll ausgearbeitete Steuerungen, zum Beispiel fürs Klima. Wir haben hier ganz witzig eine magnetische Lademöglichkeit, kabellos fürs Handy. Vorne laden wir auf einer Glasschale. Hier hinten kann man, wie bei den üblichen Apple-Magneten, das Handy einfach hinkleben, kann laden und kann gleichzeitig gucken. Und wir erkennen hier ein paar neue Materialgimmicks. Nachhaltigkeit ist ein weiteres großes Stichwort. Mercedes will bis 2039 eine CO2-neutrale Company werden, hat den CO2-Fußabdruck des MMA-Baukastens gegenüber dem Vorgänger bereits um 40% gesenkt und will die Recyclingquote, die Nachhaltigkeitsquote in jedem Auto dramatisch erhöhen. Wir haben also ganz viele neue Materialien. Wir kennen Sitzbezüge aus recycelten Plastikflaschen schon lange. Wir kennen nachhaltig gegerbtes Leder schon lange. Hier haben wir aber so Sachen wie zum Beispiel die Spanngurte vor den Gepäckablagen. Die sind aus Essensreste hergestellt, die mit speziellen Bakterien eine Gärung erzeugen. Daraus wird dann Protein. Dieses Protein lässt sich zu Garn spannen und wirkt am Ende nicht nur technisch wie Seide, sondern sieht auch wie Seide aus. Natürlich nicht reif für die Serie, aber zumindest eine Spielerei, wo man sieht, wie ernst es Mercedes mit der Nachhaltigkeit nimmt. Eine andere Spielerei, die durchaus Serienchancen hat, ist das große Glasdach. Klar, große Panorama-Glasdächer kennen wir schon lange. Hier ist aber ein Mercedes-Stern eingefräst und da das ganze Glasdach von der Seite beleuchtet ist, schimmert der. Und wenn man das an die ambiente Beleuchtung anschließt, dann schimmert der nicht nur wie jetzt hier in Blau, sondern der kann in allen Farben des Regenbogens schimmern. Was es bislang also nur in Rolls-Royce und Co. gab, kann man jetzt vielleicht sogar bei Mercedes erwarten. Ja, das war sie also dann auch, meine Erstbegegnung mit dem neuen Mercedes CLA oder zumindest mit dem Auto, das mal der CLA werden will. Das ist bitter nötig und höchste Zeit, dass Mercedes mit diesem Auto kommt. Denn zum einen sind die Kunden hoffnungslos verunsichert von dieser Luxusstrategie und der Frage, ob Mercedes-Fahren künftig unbezahlbar wird und ob das tatsächlich erst bei der C- oder gar der E-Klasse anfängt. Jetzt hat Mercedes gerade die Kundschaft in der Kompaktklasse ans Mercedes-Fahren gewöhnt. Und jetzt doch relativ verunsichert. Mit diesem Auto machen Sie Schluss mit der Verunsicherung. Ja, Autofahren wird teurer, Mercedes-Fahren wird teurer. Während eine A-Klasse im Augenblick in den 30ern losgeht, wird dieses Auto ganz sicherlich nicht unter 40 zu haben sein. Wahrscheinlich wird am Ende sogar eine 5 davor sein. Das liegt nicht zuletzt am großen Akku, mit dem der Wagen startet. Aber Mercedes-Fahren bleibt halbwegs bezahlbar und wird nicht nur zu einem Vergnügen für die absolute Elite. Das ist die eine Botschaft an diesem Auto. Die andere Botschaft an dem Auto ist, dass Mercedes endlich verstanden hat, wie man Elektroautos baut und endlich der Konkurrenz Paroli bieten will. Die erste Generation Elektroautos, also Mercedes EQC, EQA, EQB, umgebaute Verbrenner, waren, naja, eher mäßige, lieblose Pflichtübungen. Mit der EVA-Plattform von EQS und EQE wurde die Sache schon besser, aber auch da war noch viel Luft nach oben. Mit dieser Plattform ist Mercedes oben angekommen. Effizienz,
Weltmeister EQXX hat Pate gestanden und wenn tatsächlich so viel vom EQXX in die Serie der MMA-Plattform übernommen wird, dann können sich Tesla und die vielen Chinesen warm anziehen.